Hallo und herzlich willkommen zum Synology Partner Online Training im Mai 2017. Mein Name ist Philipp Tüss und ich freue mich, Ihnen im heutigen Webinar einige Highlights zu präsentieren, die mit sowie seit der finalen Version 6.1 des DiskStation Managers erschienen sind und die vor allem für Unternehmen besonders interessant sein dürften. Das heutige Webinar besteht wie gewohnt aus Präsentationsslides und Live-Demonstrationen direkt im DSM. Eine Anmerkung, bevor wir starten. Für gewöhnlich ist es ja so, dass wir ein Hauptthema präsentieren und dann in dieses ausführliche eintauchen. Beim heutigen Webinar ist das etwas anders. Ich möchte Ihnen mehrere Neuheiten zeigen und kann demnach nicht so tief in jedes Thema eintauchen, wie es vielleicht sonst der Fall ist, sondern werde einige Dinge nur grob anreißen können. Einige der heute vorgestellten Themen werden allerdings zu einem späteren Zeitpunkt in einem separaten Webinar ausführlich behandelt und demonstriert. Kommen wir zunächst einmal zur Agenda. Das heutige Webinar gliedert sich in die drei Hauptkategorien Datensicherung, All-in-One-Server und private Cloud. Beginnen wir direkt einmal mit der ersten Kategorie Datensicherung. Und zwar möchte ich Ihnen hier zwei neue Anwendungen und einen besonderen neuen Dienst vorstellen. In jeder Größenordnung gibt es demnach ein Tool, mit dem das Thema Datensicherung angegangen werden kann. Als erstes haben wir da USB-Copy zur Datensicherung im Kleinen als schnelle, effiziente Lösung. Dann haben wir den neuen Dienst Synology Cloud Square als Lösung im KMU- und Small Office-Homeoffice-Bereich sowie als letztes Active Backup for Server für die Datensicherung im Großen, das heißt mehrere Server und Workstations zentral sichern. Beginnen wir direkt einmal mit USB-Copy. USB-Copy ist ein extrem einfaches und gleichzeitig effizientes Tool, um Daten auf oder von einem externen Speichermedium zu sichern. Dies kann beispielsweise ein USB-Stick sein, eine USB-Festplatte oder auch ein Speicherkartenadapter. Dabei lässt sich für jedes externe Speichermedium eine Sicherungsaufgabe anlegen. Jedes Medium wird individuell vom NAS bzw. der Anwendung wiedererkannt. Die Sicherung kann auf zwei grundlegende Arten durchgeführt werden. Das heißt, entweder wird die Sicherungsaufgabe vollautomatisch beim Anschließen des Mediums ans NAS getriggert oder das Medium ist dauerhaft am NAS angeschlossen und die Aufgabe wird nach einem Zeitplan ausgelöst, den man vorher definiert hat. Für die Sicherung bestehen grundsätzlich folgende Optionen und Einstellungsmöglichkeiten. Sie können in beide Richtungen sichern, heißt entweder vom externen Speichermedium auf das NAS oder vom NAS auf das Medium. Ein gutes Beispiel für den Datenexport wäre der Mitarbeiter eines kleinen Betriebs in der Buchhaltung, der kurz vor Feierabend die Sicherung vertraulicher Daten durchführt, um das Ganze nachher in einem Safe zu verstauen. Im Grunde, wenn alles eingestellt ist, steckt er den Stick oder die Platte ein. Diese wird direkt erkannt und die entsprechende Aufgabe wird vollautomatisch ausgeführt. Sowohl bei Beginn als auch nach erfolgreicher Durchführung der Sicherung gibt es vom NAS einen Signalton, sodass der Mitarbeiter Bescheid weiß, dass die Aufgabe abgeschlossen ist. Und zu guter Letzt wird der USB-Stick vom System getrennt. Ein schönes Beispiel für den Datenimport hingegen ist der Fotograf in einer Fotoagentur, der mehrere Shootings hintereinander hat. Nach dem Fotoshooting steckt er die Speicherkarte in einen USB-Speicherkartenadapter und verbindet diesen mit dem NAS. Auch hier werden dann alle Fotos automatisch in das vorab definierte Zielverzeichnis kopiert, nach dem Kopieren bei Bedarf von der Speicherkarte gelöscht und zu guter Letzt nach einer Regel umbenannt und in Ordner organisiert. Nach dem Signalton kann er die Karte wieder in die Kamera einsetzen und direkt weiterarbeiten. Neben der Datensicherungsrichtung gibt es drei Möglichkeiten, wie die Daten gesichert werden sollen. Es kann eine Version für jede Sicherung erstellt werden. Demgegenüber steht eine exakte Spiegelung des Quellordners, den wir vorher definiert haben. Oder es wird inkrementell gesichert, heißt, nur neue und geänderte Daten werden kopiert. Neben diesen Datensicherungsmodi können wir auch noch Filterregeln erstellen, sodass beispielsweise ausschließlich Dateien eines bestimmten Dateityps gesichert werden, zum Beispiel nur Dokumente.
Oder dass wir sagen, es wird immer nur eine bestimmte Datei anhand des Dateinamens gesichert. Kommen wir jetzt auch direkt mal zur ersten Live-Demonstration in diesem Webinar. Somit befinden wir uns jetzt direkt im DSM. Und ich werde jetzt einmal USB-Copy öffnen. Hier haben wir die Oberfläche und wir können sehen, dass wir bereits zum Test mal eine Datensicherungsaufgabe angelegt haben, in dem Fall für den Datei-Export. So, und in der Übersicht, im Überblick, lässt sich jetzt nochmal entnehmen, das Quellverzeichnis auf dem NAS, aus dem die Daten quasi kopiert werden auf den Stick, und das Zielverzeichnis auf dem Stick, das heißt, in welches Verzeichnis es genau kopiert werden soll. Des Weiteren haben wir hier nochmal die Aufgabeneinstellung, die wir bereits vorher beim Anlegen der Sicherungsaufgabe festgelegt haben, das heißt der Name, das Ziel auf dem Stick sowie Kopiermodus, sprich inkrementell gespiegelt oder versioniert, hier in dem Fall inkrementell. Und jetzt hätten wir hier auch noch weitere Optionen wie Umbenennungsregeln und so weiter. Und im dritten Tab, Auslösezeit, kann man jetzt nochmal festlegen, ob das Ganze per Zeitplan geschehen soll oder per Plug and Copy und ob das Ganze, ob der Stick nach Abschluss des Kopierens ausgeworfen werden soll. Im letzten Tab haben wir den Dateifilter, wo man, wie ich vorhin schon erklärt habe, jetzt festlegen kann, ob nur ein Dateityp exportiert werden soll. Sagen wir, wir wollen eventuell nur Dokumente exportieren, dann hätten wir hier die Möglichkeit, das Ganze einzustellen, auch noch tiefergehend, genau nach Dateityp. Oder wir sagen, wir haben wirklich nur bestimmte Dateien mit Dateinamen in dem Quellverzeichnis auf dem NAS, die wir kopieren wollen, dann können wir hier einen exakten Dateinamen festlegen. Oder wenn es sogar darum geht, dass wir hier einen Dateityp haben, der hier nicht aufgeführt ist, dann können wir das hier auch machen. Das sind im Grunde genommen die Optionen, die man für eine Sicherungsaufgabe hat. Wie gesagt, sehr einfach, aber halt sehr effizient. Nach USB-Copy gehen wir nun eine Größenordnung weiter. Als nächstes möchte ich Ihnen im Rahmen der Kategorie Datensicherung den neuen Dienst Synology Cloud Square vorstellen. Synology Cloud Square oder kurz Synology C2 ist unser eigener künftiger Cloud-Dienst, der die bisherige Backup-Strategien abrunden soll. Wir bieten hiermit eine Lösung für die örtlich getrennte Datenverfügbarkeit, um Datenverlust im weiteren Maße vorzubeugen und die betriebliche Kontinuität zu gewährleisten. Nun stellt sich mal die Frage, wieso wir nun auch einen eigenen Cloud-Dienst selbst anbieten. Nun, da gibt es verschiedene Argumente bzw. Gründe dafür, die dafür sprechen. Zunächst denken wir hier natürlich an das Thema Datensicherheit. Gesicherte Daten, also Daten, die in die Synology Cloud Square gesichert werden, werden in einem extra Rechenzentrum gespeichert, welches eigens für Synology C2 in Frankfurt am Main in Deutschland errichtet wurde. Das heißt, es gelten auch die deutschen Datenschutzrichtlinien. Um ein weiteres Maß an Sicherheit zu erlangen, besteht zudem die Möglichkeit, die Daten vor dem Upload nach dem bekannten Militärstandard AES 256 vorab zu verschlüsseln. Des Weiteren, ja, können wir auf jeden Fall schon mal sagen, dass wir kostengünstig das Ganze gestalten werden. Ein finales Pricing ist aktuell noch nicht feststehend, wird aber relativ zeitnah announced. Jedoch können wir auf jeden Fall schon sagen, dass wir nicht teurer als der vergleichbare Wettbewerb sein werden. Und zu guter Letzt ist das Ganze eine integrierte Lösung aus einer Hand für den Kunden. Bedeutet, Synology C2 kann Datensicherungszielort für mehrere Synology NAS sein, unter der Verwaltung eines eigenen Accounts. Und das Ganze ist direkt in DSM-Applikationen, sprich Hyper-Backup, integriert. Wie ist das Ganze nun aufgebaut? Nun, grundsätzlich wird es mit C2 Backup und C2 Disaster Recovery zwei Dienste innerhalb von Synology Cloud Square geben. Auf C2 Disaster Recovery möchte ich nur ein paar Worte verlieren, da dies aktuell noch nicht verfügbar ist. Ich kann so viel sagen, dass dies eine Lösung darstellen wird, um im Falle eines Totalausfalls des NAS im Unternehmen die Datenverfügbarkeit und somit Kontinuität im Unternehmen zu gewährleisten, sodass dennoch weitergearbeitet werden kann. Wie funktioniert das Ganze? Nun, es erfolgt eine stündliche Sicherung des Systems in die
Synology C2 und bei einem Ausfall des NAS kann ein Failover gemacht werden manuell, sodass eine VPN-Verbindung in die C2 hergestellt wird und mit den ursprünglichen Protokollen SMB und AFP weiterhin Zugriff auf die Netzlaufwerke, auf die Daten besteht und somit weitergearbeitet werden kann. Details zu C2 Disaster Recovery werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Der zweite Baustein von Synology Cloud Square ist C2 Backup. Hiermit befinden wir uns aktuell in der Beta-Version und die vollwertige Version wird in Kürze erscheinen. Daher möchte ich hier einige nähere Informationen zu geben. Und zwar fungiert C2 Backup als örtlich getrennte Sicherung Ihrer Daten in Ergänzung zu Ihrer lokalen Sicherung. Es handelt sich dabei nicht um eine reine Offsite-Dateiablage in der Cloud, sondern um versionierte Sicherungsaufgaben, so wie es bereits von Hyper-Backup bekannt ist. Im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Cloud-Dienst muss ein Synology NAS vorhanden sein. Es lassen sich einzelne Dateien zwar online wiederherstellen, aber die vollständige Wiederherstellung eines Backups erfordert, wie gesagt, ein Synology NAS. Es wird hier verschiedene Pläne geben, sowohl für den privaten End-User als auch für die Business-Kunden. Wir reden zwar gerade über die Business-Highlights, dennoch möchte ich in diesem Rahmen den Personal-Plan nicht außer Acht lassen. Hierfür kann man sagen, dass, um nochmal auf das Thema kostengünstig zu kommen, nur die letzte Version auch als Speicherverbrauch zählt. Bezüglich des Speicherplatzes und der Versionierung sehen die Pläne folgendermaßen aus. In der Personal-Variante gibt es zwei verschiedene Pläne. Einmal mit 100 GB und einmal mit einem Terabyte Speicher und einem 30-Tage-Konzept für die Versionierung. Und im Rahmen der Business-Variante wird es individuelle Pläne geben, die entsprechend dann vom Speicherplatz auch noch erweiterbar sind und über 1 Terabyte gehen. Und die Versionierung ist dort für einen längeren Zeitraum ausgelegt. Gerne möchte ich Ihnen auch hier das C2-Portal einmal demonstrieren, sowie die Integration in Hyper-Backup. Gehen wir direkt einmal in Hyper-Backup hinein. Hier haben wir jetzt mehrere Datensicherungsaufgaben angelegt, unter anderem hier für C2 auch. Dies würden Sie ganz normal, wie gewohnt, hier über das Plus machen, neue Datensicherungsaufgabe, und könnten jetzt hier als neues Datensicherungsziel auch die C2 Cloud auswählen. Dort würde sich dann direkt ein Fenster öffnen mit dem Login Ihres Accounts. Sie würden das hier einmal bestätigen und könnten jetzt hier fortfahren, wie gewohnt, wie bisher bei anderen Aufgaben auch. Ich mache jetzt mal nicht weiter, sondern gehe jetzt einmal in das Portal. Hier gibt es nun ein Dashboard aller verfügbaren angelegten Datensicherungsaufgaben. Nicht verwirren lassen über die Größe hier, das Testaccount. Und hier hätten wir jetzt den Job, den ich vorhin im Hyper-Backup demonstriert habe. Und hier könnten wir jetzt genau wie im Hyper-Backup auch in den Explorer reingehen und uns die bereits angelegten Versionen entsprechend ansehen. Wie gesagt, hätten wir hier jetzt die Möglichkeit, auf Dateiebene Daten wiederherzustellen. Das würde hier am Rand passieren. Und um das ganze Backup wiederherzustellen, müssten wir jetzt das Ganze wie gewohnt auch über die Datenwiederherstellungsoption im Hyper-Backup machen. Kommen wir nun zur dritten Größenordnung im Rahmen der Kategorie Datensicherung. Hier möchte ich Ihnen das neue Active Backup for Server vorstellen. Die steht den bisherigen Sicherungen, beispielsweise über Hyper Backup, gegenüber, bei dem das NAS nicht als Sicherungsziel, sondern als Sicherungsquelle gedient hat. Active Backup for Server beantwortet somit die Frage, wie man Sicherungen von Servern oder Workstations auf das NAS realisiert.
Das heißt, es ist eine Lösung für Unternehmen, um Server im Pull-Verfahren zu sichern, wobei das NAS als Sicherungsziel dient. Der große Vorteil besteht darin, dass auf den zu sichernden Servern keine Client-Software, also kein Agent installiert sein muss, sondern dass das Ganze zentral aus dem DSM über die Active Backup-Anwendung initiiert wird, was natürlich Kosten spart für die Investition in Client-Software, aber auch Verwaltungsaufwand. Die Anwendung ist für die Datensicherung von Windows- und Linux-Servern ausgelegt, was entsprechend über die Protokolle CIFS und RSync realisiert wird. Auch haben wir hier wieder die flexiblen Datensicherungsmodi, wie vorhin schon bei USB-Copy gezeigt. Das heißt, wir können versionierte Datensicherung machen, dann die exakte Spiegelung der Quellordner oder inkrementelle Backups, wo entsprechend nur die neuen und geänderten Daten gesichert werden. Kommen wir direkt einmal zur nächsten Demonstration, direkt im DSM. Wir befinden uns wieder im DSM, öffnen jetzt direkt einmal Active Backup for Server und bekommen als allererstes eine Gesamtübersicht aller angelegten Datensicherungsaufgaben angezeigt. Sowohl für Windows als auch für Linux können wir jetzt hier die Datensicherungsaufgaben einsehen. Wir haben jetzt nur eine Linux-Datensicherung entsprechend angelegt und können hierfür dann sehen, wie groß der einzunehmende Speicherplatz ist, wann die Aufgabe das letzte Mal ausgeführt wurde und wann die nächste geplante Aufgabe ausgeführt wird. Des Weiteren können wir sehen, welche Aufgaben eventuell fehlgeschlagen sind, wo es Probleme gab, eventuell wegen der Verbindung, welche erfolgreich durchgeführt wurde und welche gerade in der Durchführung sich befindet. Wir wollen jetzt einmal exemplarisch eine Windows-Datensicherungsaufgabe anlegen und zu Demonstrationszwecken nehmen wir jetzt als zu sichernden Server in Anführungszeichen den PC, an dem wir uns gerade befinden. Ich gehe einmal auf Neu erstellen, sage jetzt als Beispiel mal inkrementell und gebe entsprechend die lokale IP-Adresse ein, inklusive der Zugangsdaten. Gehe auf Weiter und bekomme jetzt hier den Dateibaum angezeigt des PCs, an dem wir uns gerade befinden. Und wir haben auf dem Desktop mal exemplarisch ein paar Beispielordner angelegt. Navigieren jetzt also dahin. Und nehmen die ersten drei Ordner zum Sichern. Nun geben wir der Datensicherungsaufgabe einmal einen Namen. Und wählen den Pfad aus, wo die Dateien auf dem NAS gespeichert werden sollen. Hier haben wir ebenfalls einen Testordner angelegt. Sagen übernehmen. Und machen das Ganze jetzt mal nach Zeitplan und sagen, das Ganze soll täglich ausgeführt werden, wenn das Büro verlassen wurde. Zu guter Letzt kriegen wir eine Aufgabenzusammenfassung angezeigt und können nun sagen, übernehmen. Jetzt werden wir gefragt, ob wir das Ganze initial einmal durchführen sollen, fernab von dem festgelegten Zeitplan, und sagen ja. Und können jetzt sehen, dass entsprechend hier die Dateien gesichert wurden und sehen das Ganze auch in der Zusammenfassung, wie vorhin bereits erklärt. Kommen wir nach den Datensicherungslösungen nun zur nächsten Hauptkategorie, All-in-One-Server. Synology NAS fungieren ja heutzutage nicht mehr nur als reine Datenablage oder Dateiablage. Wenn man mal an kleinere Unternehmen oder KMU denkt, die das NAS möglicherweise als kosteneffiziente, universelle Lösung einsetzen möchten und nicht eben nur als Dateiserver,
So können wir in diesem Rahmen zwei neue Bausteine vorstellen. Zunächst möchte ich Ihnen in diesem Rahmen den Virtual Machine Manager zeigen, der sich aktuell in der Beta-Version befindet. Dieses Logo wird Ihnen sicherlich bekannt vorkommen, denn der Virtual Machine Manager ist die Weiterentwicklung des Virtual DSM Manager und somit ein Update, das sich sehr viele Kunden gewünscht haben. Mit dem Virtual Machine Manager können Sie nun neben DSM auch andere Betriebssysteme virtualisieren. Darauf möchte ich gleich nochmal genauer darauf eingehen. Nach wie vor geschieht hier alles in einem Hosting-Cluster, in dem mehrere Synology NAS eingebunden sind und entweder als Host oder als Speicher virtueller Maschinen fungieren können. Im Rahmen der Verwaltung der virtuellen Instanzen können diese einfach importiert und exportiert sowie durch Snapshots abgesichert werden, um im Ernstfall einen früheren Stand wiederherstellen zu können. Hier haben wir das Prinzip des Clusters nochmal verdeutlicht. So könnte ein Hosting-Cluster aussehen. Im Cluster fungiert hier ein NAS als Speicher sowie zwei weitere NAS als Hosts der virtuellen Maschinen. Innerhalb dieses Clusters können nun zwei Mechanismen getriggert werden: die Live-Migration für das Load Balancing sowie die Hochverfügbarkeit als Schutzmechanismus. Hier haben wir nun nochmal beide Mechanismen gegenübergestellt. Wir haben das auch bereits in vergangenen Webinaren im Ausführlichen schon gemacht und gezeigt. Hier einfach nur nochmal zur Zusammenfassung. Wir haben die Live-Migration, die sozusagen geplant durchgeführt wird. Es gibt dabei keine Ausfallzeit und das Ganze funktioniert manuell. Das bedeutet, angenommen wir haben ein NAS, was entsprechend schon ausgelastet ist und wir möchten die Ressourcen nun anders verteilen, dass wir sagen, wir verschieben eine virtuelle Maschine vom einen Host auf den anderen, dann können wir hier entsprechend das Ganze manuell durchführen. Und demgegenüber steht die Hochverfügbarkeit, High Availability, dass wir sagen, wenn eine Maschine, ein Host eventuell crasht, dass in dem Fall automatisch ein Failover stattfindet und die Maschine nahtlos übergegeben wird an den anderen Host. Dies passiert ebenfalls innerhalb weniger Minuten und passiert automatisch im Ernstfall. Kommen wir nun nochmal zur eigentlichen Neuheit im Rahmen des Virtual Machine Managers, nämlich zur Virtualisierung von Windows- und Linux-Betriebssystemen, was jetzt somit möglich ist. Dies ist, wie gesagt, ein sehr gefragtes Thema und einer der am häufigsten übermittelten Funktionswünsche überhaupt. Diese Erweiterung des Funktionsumfangs rundet auch nochmal den Einsatz des NAS als All-in-One-Server ab. Stellen wir uns einmal ein Unternehmen vor, das vielleicht gänzlich mit Apple Workstations ausgestattet ist, aber eine Branchensoftware in der Buchhaltung einsetzen muss, welche nur mit Windows kompatibel ist. Anstatt dort mehrere Windows-Clients einzusetzen, könnte man nun Windows auf dem Synology NAS virtualisieren und den Mitarbeitern in der Buchhaltung so zur Verfügung stellen. Es besteht die Möglichkeit, virtuelle Maschinen in Gänze im OVA-Format zu importieren und zu exportieren oder virtuelle Festplatten zur Erstellung neuer virtueller Maschinen zu importieren, wobei hier gängige Standardformate wie VMDK oder VDI unterstützt werden. Des Weiteren können auch ISO-Images gemountet werden. Kommen wir zur nächsten Live-Demonstration im DSM. Wenn wir die Anwendung öffnen, bekommen wir zunächst einmal eine Übersicht aller NAS, die in unserem Cluster als möglicher Host oder als möglicher Speicher eingebunden sind und können deren CPU- und RAM-Auslastung einsehen. Unter Hosts bzw. unter Speicher hätten wir dann die Möglichkeit, neue Geräte dem Cluster als solche hinzuzufügen oder halt auch zu entfernen. Hier unter Systemabbild werden die Image-Dateien verwaltet, die zum Erstellen der virtuellen Maschinen benötigt werden. Wir haben hier Images von DSM 6.1, Windows Server 2012 und Windows 10 aktuell drin. Wenn wir jetzt einmal unter die Übersicht der virtuellen Maschinen gehen, dann haben wir hier die Option des
des Imports sowie halt neue Maschinen zu erstellen, auf die Migration, also Live-Migration und High-Availability möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Das haben wir, wie gesagt, in einem früheren Webinar bereits getan. Gerne möchte ich aber einmal demonstrieren, wie wir jetzt eine neue virtuelle Maschine erstellen würden. Gehen wir einfach mal auf Erstellen und wählen jetzt die ISO-Datei oder die Image-Datei aus, die wir vorher unter Systemabbild eingefügt haben. Jetzt würden wir der virtuellen Maschine einen Namen geben, beispielsweise Windows 10, und könnten jetzt hier entsprechend auswählen, wie viel CPU-Kerne das Ganze haben soll, wie viel Arbeitsspeicher, und könnten hier jetzt das Image auswählen. Hier würden wir jetzt auch direkt festlegen, welches NAS im Cluster als Speicher fungieren würde und wie groß die virtuelle Festplatte entsprechend sein soll. Wenn wir jetzt auf Weitergehen, könnten wir des Weiteren noch Berechtigungen zuweisen, das heißt, welche NAS-Benutzer Zugriff auf diese Maschine hätten. Gehen wir einfach mal auf Weiter. Hier haben wir noch einmal eine Zusammenfassung der erstellten Maschine und können jetzt sagen Übernehmen. Die Maschine ist zunächst ausgeschaltet und wenn wir diese jetzt einschalten, dann müssen wir zunächst auswählen, welches NAS im Cluster als Host fungieren soll. Das machen wir jetzt mal nicht, denn wir wollen jetzt nicht das ganze Setup von Windows durchgehen. Wir haben das bereits einmal vorbereitet hier und können das dementsprechend einmal zeigen, indem wir auf Verbinden gehen. Und wie man sieht, haben wir jetzt hier eine vollwertige Windows 10 Version. Kommen wir nun zurück zur Präsentation und zu einer weiteren Neuheit im Rahmen der Kategorie All-in-One Server. Und zwar möchte ich Ihnen jetzt den Active Directory Server vorstellen, mit dem es fortan möglich ist, ein Synology NAS als Domain Controller zu nutzen. Somit können Administratoren Benutzer und Gruppen innerhalb einer Domain zentral im DSM anlegen und verwalten. Hier wieder das Stichwort All-in-One Server. Die Anwendung richtet sich besonders an kleinere Unternehmen, für die vielleicht eine Investition für einen separaten Active Directory Server nicht in Frage kommt. Neben der Anlage und der Verwaltung von Nutzern und Gruppen wird es zusätzlich möglich sein, in Verbindung mit Windows Remote Server Administration Tools oder kurz RSAT Gruppenrichtlinien zur automatischen Software- und Update-Installation festzulegen. Durch eine derart zentrale Verwaltung in der Domain können die IT-Wartungsarbeiten dementsprechend dann optimiert werden, da so nicht jeder Arbeitsplatz eigenständig eingerichtet werden muss. Was ich Ihnen jetzt gleich demonstrieren möchte, ist die Anlage eines neuen Nutzers innerhalb der Domain sowie das Einbinden eines Home-Verzeichnisses für diesen Nutzer sowie die Anlage eines Roaming-Profiles, sodass sich der Nutzer rein theoretisch an jedem PC, der sich in dieser Domäne befindet, anmelden kann und er trotzdem seine Einstellungen und seinen Desktop weiterhin vorfindet. Wir befinden uns wieder im DSM und ich öffne einmal die Active Directory Server Anwendung und wir können direkt sehen, dass wir bereits eine Domain angelegt haben mit dem Namen maywebinar.local. Unter Benutzer und Computer werden uns nun alle bereits angelegten Benutzer und Gruppen innerhalb der Domain angezeigt und aufgelistet, sowie alle Computer, die in die Domain eingebunden wurden. Unter Domain-Richtlinie hätten wir jetzt bereits einige Optionen zur Kennwort-Richtlinie und zur Richtlinie über die Kontosperrung. Wir legen jetzt mal einen neuen Benutzer an und machen das Ganze am Beispiel eines Praktikanten. Vergeben den Namen und ein starkes Kennwort. Und hätten hier jetzt auch direkt die Möglichkeit, weitere Dinge direkt festzulegen, wie dass der Nutzer bei der Anmeldung direkt das Kennwort ändern muss oder dass das Konto zunächst deaktiviert ist. Wir gehen jetzt einfach mal auf Weiter.
und haben jetzt hier des Weiteren die Möglichkeit, Gruppen beizutreten mit diesem Nutzer. Wir belassen es jetzt mal bei der Standardgruppe Users und gehen nach der Zusammenfassung hier auf Übernehmen. Hier haben wir nun den neuen Benutzer und für diesen neuen Benutzer möchten wir, wie gesagt, ein Home-Verzeichnis einbinden sowie ein Roaming-Profile anlegen. Hierzu gehen wir auf Bearbeiten. Und hätten jetzt unter dem Reiter Konto direkt einige Dinge, die wir einstellen können. Beispielsweise, wann dieses Konto verwendet werden darf. Wir führen das Beispiel des Praktikanten mal fort und sagen, der Praktikant darf sich nur zu bestimmten Zeiten anmelden. Beispielsweise von montags bis freitags von 8 bis, sagen wir mal, 16 Uhr. Ansonsten soll dies nicht möglich sein. Des Weiteren können wir hier einstellen, wann das Konto ablaufen soll. Da es ein Praktikant ist, wird er wahrscheinlich nur für begrenzte Zeit im Unternehmen sein, sodass wir sagen können, okay, 31. August soll dieses Konto abgelaufen sein. Hier hätten wir jetzt weitere Möglichkeiten, wie vorhin schon gezeigt, die wir einstellen können für den Benutzer, beispielsweise, dass das Kennwort bei der Anmeldung erneuert werden muss oder dass das Kennwort nie abläuft und so weiter. Ich möchte jetzt nicht hier weiter darauf eingehen, sondern gehe direkt zum nächsten Tab allgemein. Hätte hier die Möglichkeit, weitere Eigenschaften einzutragen bzw. weitere Informationen für den Nutzer einzutragen. Unter Profil haben wir jetzt die Möglichkeit, wie gesagt, das Home-Verzeichnis und das Roaming-Profile einzustellen. Und zwar können wir das unter dem Profilpfad machen, was in diesem Fall die IP des NAS ist und ein Ordner auf unserem NAS, den wir bereits vorher angelegt haben, auf dem alle Profile für jeden Nutzer abgelegt werden. Ich gehe dazu einmal in die File Station, um das zu demonstrieren. Wir haben hier den Ordner Profiles, ein gemeinsamer Ordner. Und auf diesem gemeinsamen Ordner müssen jetzt die Domain-Nutzer, die ein Roaming-Profile bekommen sollen, Lese- und Schreibzugriff haben. Also gehen wir jetzt mal hin und sagen Lese- und Schreibzugriff für den Benutzer Praktikant innerhalb der Domain und sagen OK, bestätigen das, gehen wieder zurück in die Active Directory Server Anwendung und geben jetzt hier den Pfad zum bereits angelegten gemeinsamen Ordner Profiles an. Und können jetzt hier auch direkt einen Unterordner für das Profil des Praktikanten anlegen. Genauso verfahren wir mit dem Home-Verzeichnis, was wir für den Nutzer einbinden möchten. Können hier sagen Verbinden, wählen einen Laufwerksbuchstaben aus und geben hier jetzt den Pfad zum Home-Ordner für den Domain-Nutzer an. Hierzu muss man sicherstellen, dass in der Systemsteuerung unter Domain LDAP für alle Domain-Nutzer unter Benutzerbasis der Haken beim Home-Dienst für Benutzer aktiviert ist. Sagen dann OK und haben somit alles Nötige für den Praktikanten eingestellt. Um nun den angelegten Nutzer innerhalb der Domain sowie das eingebundene Home-Verzeichnis einmal demonstrieren zu können, haben wir die zuvor in diesem Webinar gezeigte virtuelle Maschine in die Domain eingebunden und werden uns jetzt dort mit dem Nutzer einmal anmelden. Dazu gehen wir noch einmal in den Virtual Machine Manager
und verbinden uns mit der virtuellen Windows-Maschine. Und haben jetzt hier den Nutzer Praktikant und können uns mit dem Kennwort, was wir dafür vergeben haben, anmelden. Somit sind wir mit dem Praktikantenprofil angemeldet und können nun hier das eingebundene Home-Verzeichnis dementsprechend einsehen. Um noch einmal darauf zurückzukommen, der Benutzer Praktikant innerhalb der Domain könnte sich nun bei jedem Computer, der in der Domain eingebunden ist, anmelden und würde seine Einstellungen und seinen Desktop entsprechend wieder vorfinden, da für ihn, wie gesagt, dieses Roaming Profile angelegt wurde. Es würde dann automatisch auf die Dateien in seinem Profiles-Ordner zurückgegriffen werden. Kommen wir nun zu guter Letzt zur Kategorie Private Cloud. Hiermit geht es heute nicht um Dinge wie zum Beispiel die Synchronisierung mit CloudStation oder ähnliches, sondern um die Frage, wie ich mein Synology NAS möglichst umfassend und schnell durchsuchen und somit meine Dateien und Ordner, seien es noch so große Datenmengen, finden kann. Es geht um die systemweite Suche innerhalb der privaten Cloud mit dem neuen Tool Universal Search, was ebenfalls seit DSM 6.1 verfügbar und voll in die Benutzeroberfläche integriert ist. So wie ich auf meine private Cloud von überall zugreifen kann, so muss ich auch in der Lage sein als Nutzer, wenn es darauf ankommt, meine Daten möglichst schnell und unkompliziert wiederzufinden. Universal Search ist eine systemübergreifende Suche aller Ordner auf dem NAS, die ich vorab indiziert habe. Die Suche ist sehr umfassend, das bedeutet, wir können nicht nur nach Dateien suchen, sondern wir können auch nach Dateiinhalten, wie zum Beispiel direkt Inhalten in Dokumenten, aber auch nach Anwendungsinhalten suchen. Des Weiteren hat man hier die Möglichkeit, flexibel zu suchen, das heißt, wir können die Suche nach bestimmten Kriterien eingrenzen und nach bestimmten Kriterien miteinander kombinieren. Und zu guter Letzt ist das Ganze auch noch schnell und performant. Das heißt, wir haben eine sofortige Vorschau von Dateiinhalten und können zudem noch auf eine hohe Suchperformance setzen. Wie gesagt, funktioniert das Ganze nach vorheriger Indizierung und das kann natürlich einiges an RAM beanspruchen bzw. reservieren. Verglichen mit anderen Suchalgorithmen, die es am Markt gibt, nimmt Universal Search in diesem Beispiel nur 1/5 des RAM in Reserve und benötigt auch nur 1/3 der Zeit, um entsprechende Suchergebnisse zu liefern. Kommen wir nun zur letzten Demonstration in diesem Webinar. Um möglichst schnell eine Suche zu tätigen, kann man mit der Tastenkombination STRG und F ein Suchfenster von Universal Search aufrufen. Und wir geben jetzt zur Demonstration hier einfach mal BTRFS ein und sehen direkt die Suchergebnisse innerhalb kürzester Zeit und dass hier entsprechende Datenblätter gefunden werden und dass direkt die Dateiinhalte auch angezeigt werden, in denen das Schlagwort BTRFS gefunden wird. Wir können das Ganze jetzt in der Hauptanwendung von Universal Search öffnen und somit nochmal im Detail sehen, welche und wie viele Dateien gefunden wurden für dieses Suchkriterium und sehen halt auch die Dateipfade, wo das Ganze auf dem NAS liegt. Wenn wir jetzt eine Datei nochmal anwählen, können wir genauso wie vorab hier im Detail nochmal sehen, wo das Schlagwort BTRFS innerhalb des Dokuments auftaucht und hier ist das Ganze auch nochmal vorgehoben, sowie auch normale Dateieigenschaften. Als weiteres Beispiel suchen wir jetzt nochmal nach der FS2017, kriegen wieder zwei Datenblätter angezeigt, aber kriegen auch eine Notiz ausgegeben, die in der NodeStation zu finden ist und dort angelegt wurde. Das heißt, wie schon gesagt, wird nicht nur der Index durchsucht, sondern auch die NodeStation sowie auch die Office Suite.
Ein drittes Beispiel, was wir hier einmal demonstrieren können, ist, stellen uns vor, wir sind ein Fotograf und wir haben eine riesige Menge an Bildern wahrscheinlich auf unserem NAS und wir suchen jetzt, wir haben mehrere Kameras und suchen nur die Fotos eines bestimmten Kameramodells, dann können wir das Ganze hier entsprechend auswählen. Und kriegen somit 150 Dateien ausgeworfen. Um das Ganze jetzt zu kombinieren mit anderen Suchkriterien, können wir jetzt noch hingehen und beispielsweise sagen, ich möchte nur die Fotos, die ich mit dieser Kamera gemacht habe, die einen ISO-Wert hat, der bei 125 liegt. Und habe mein Suchergebnis so direkt von 150 auf 132 Ergebnisse eingegrenzt. So habe ich natürlich unendliche Möglichkeiten, verschiedene Suchbegriffe anhand der Metadaten zu kombinieren. Und man stelle sich vor, jetzt man hätte ein riesiges Dateiarchiv und sucht genau diese eine Datei bzw. einen bestimmten Inhalt innerhalb einer Datei. Dann kann Universal Search das perfekte Tool sein, um die Dateien entsprechend wiederzufinden. Somit sind wir nun auch am Ende des Webinars angelangt. Gerne möchte ich noch einmal die Themen innerhalb der Kategorien zusammenfassen. Wir haben unter anderem das Thema Datensicherung gehabt, wo wir mit USB Copy, Synology Cloud Square und Active Backup for Server drei Lösungen für drei verschiedene Größenordnungen vorgestellt haben. Dann haben wir im Rahmen der Kategorie All-in-One Server einmal den Virtual Machine Manager vorgestellt, mit dem es jetzt nun auch möglich ist, andere Betriebssysteme entsprechend zu virtualisieren, sowie den Active Directory Server, mit dem wir Benutzer und Gruppen zentral im DSM anlegen und verwalten können. Und zu guter Letzt unter der Kategorie Private Cloud haben wir Universal Search gezeigt, mit dem wir unsere private Cloud umfassend, flexibel und schnell durchsuchen können. Somit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Webinar wieder mit dabei sind.